aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Ja! Du Aschi, ist so etwa, dass ich dich anflehe? Ja. Ja, dein Einsatz! Das ist der gleiche wie vorhin, oder? Ja! Hey, so sieht man sich wieder! Tut mir leid, dass ich dir, was zur Hölle ist das für ein Satz? Tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig angehört. Ach. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. 10 Euro. Aber was er da sagt, stimmt alles. Das ist mir egal, ich will meine 10 Euro, das ist alles. Und ich begrüße euch zum 19. Skyward Sword Part. Immer noch mit dem größten Liebhaber des Spiels. Echt? Ich wusste gar nicht, dass hier noch ein Gast ist, also... Hallo, ich bin Marc und ich mag Skyward Sword nicht so. Ja. Das wird ab sofort seine Standardbegrüßung. Nee. Ich habe natürlich mich gemeint. Ich mag Skyward Sword. Naja, okay. Abfeiern tue ich es jetzt auch nicht. Nein, ich liebe Skyward Sword. Ich liebe es über alles. Das beste Zelda ever, deshalb ist es auch bei mir auf Platz 4. Also, wenn ich das hier so sehe, eigentlich bisher gefällt mir dieser Dungeon sogar schon ziemlich gut. Muss ich sagen, also da sehe ich jetzt echt, da finde ich jetzt echt, wenn sowas später noch kommt, dann lohnt es sich doch noch, das weiterzuspielen. Ja, also ich muss sagen, der 5. war auch richtig geil. Obwohl, halt, hier haben wir eine Besonderheit, und zwar mit der Peitsche, das wollte ich auch mal irgendwann noch zeigen. Peitsche? Ja, oh, es gibt eine Peitsche. Der hat da ja so ein Monsterhorn, und das können wir ihm so klauen. Ja, wir klauen ihm Klopapier. Ja, danke, du hast dir schon was angewöhnt. So, und hier, hier ist die Abkürzung, hier war ja der schwarze Assi. Das war jetzt nicht rassistisch gemeint. Hm. Der Eckstahlfoss. Wie heißen so diese komischen Hexen? Naja, es ist doch scheißegal. Hat der mir eigentlich Schaden zugefügt, oder wie bin Keine ich Ahnung. Zwei Herzen verloren? Warte mal, hast du, mir fällt gerade auf, hast du da Fey auf deinem, oder Pfei auf deinem Schild? Nein, das ist die Göttin, also das ist sozusagen das Abbild der Göttin, das ist auch der göttliche Schild und der Overpowered Sim, was man jetzt an der Schildleiste jetzt nicht unbedingt meinen könnte, aber ich weiß, du weißt es noch. Ich finde auch die Schildleiste so schön, dass man die Dinger kaputt machen kann, die Schilder. So, hier erstmal die ganzen Sniper-Kills, sonst nerven die bloß unnötig. Und jeder, der denkt, wir wären jetzt sicher, nein, Nintendo ist doch immer lieb zu uns, wartet. Na los, zeig dich, du Arschloch. Ich weiß doch ganz genau, dass du da oben bist und auf mich wartest. Weiß doch ganz genau, dass ihr da oben noch einen habt, ne? Klar. Ja, man ich seh ihn doch schon. Man muss ja immer auf Nummer sicher gehen, ne? So. Wenn man den Präsidenten erschießen will, ne, dann braucht man schon mal das ganze Militär. Den treffe ich so nicht. Denkt es. Nice und. So. Ja, nein! Ich habe keine Bomben mehr! Fuck! Also ich kann keine mehr aufnehmen. Ich wollte sie jetzt eigentlich einstecken, aber das ist wohl nach hinten losgegangen. Tja. Den gibt's ja aber auch keinen Grund, diese einzustecken. Okay, wenn du voll hast. Ich mal die wieder mitnehmen. Und hier ist jetzt wahrscheinlich eine Wand der Göttin. Eine Wand der Göttin? Das wirst du noch verstehen, wenn du das Let's Play irgendwann mal anschaust. Also wenn der Part zumindest da ist. Das kommt ja auch erst sehr spät im Spiel. Ja, was will ich überhaupt haben? Ich habe eine Fee und alles. Ich brauche eigentlich nichts, ne? Zeichne einen Penis. Nein. Interessant, wenn jetzt deine aus der Wand kommt, weil was man zeichnet, kommt aus der Wand heraus, aber ich brauche eigentlich nichts. Ja, okay, dann hole ich mir Geld. Ach, Mann. Geld kann ich mir immer gebrauchen. Das soll ein Rubin sein. Das ist ein sehr schöner Rubin. Ja, und dein Spiel hat ihn auch anerkannt. Danke, Spiel. Ich schade, dass du keinen Penis gezeichnet hast. Ja, man hat sowieso nur einen Zug zum Zeichnen, also sobald man loslässt, verkacken. Auf zu zeichnen. Ja, du kannst einen Penis in einem Ding zeichnen. Das ist nicht das Problem. Das Geilste ist, egal was man zeichnet, es erscheint, glaube ich, immer Herzen. Das heißt, selbst wenn ich einen Penis zeichnen würde, würden Herzen erscheinen. Ja klar, macht doch Sinn. Ich meine, es gibt Menschen, die haben halt eine Zuneigung. Und mit Menschen meine ich Frauen und Schwule. Nicht, dass das keine Menschen wären, aber... Hä? Ja. Ja, andersrum. Wieso? Menschen, die eine Zuneigung zu Penissen haben, sind Frauen und Schwule. Oder sehe ich da was falsch? Ja, so gesehen schon. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen Denkfehler reingebracht. Ich jetzt lieber nicht weiter erläutere. Ich finde es auch schön, wie ich jetzt einfach in deine Let's Play so mein Standardniveau reinbringe. Naja, wenn ich ein
schlechten Tag habe, habe ich das Niveau schon auf, was jetzt kein Diss an dich sein soll. Ich weiß, dass ich ein Vollidiot bin. Das ist für mich nichts Neues. Du liest ihn! Nein! Doch! Okay, ich lese ihn. Ich lese sie alle. Eigentlich komm. Stehe ich dann eher unter das Niveau. Nein, den will ich haben. Okay. Ey, Kumpel, der andere soll nicht lesen. Ich weiß ja nicht, was du jetzt tust, aber könntest du meine Fesseln lösen? Dieses Mal sag ich Punkt, 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 Punkt. Wenn ich jetzt auch was drin, wenn du mich runterholst, dann gebe ich dir die 10 Euro, die dir der andere Asi nicht geben wollte. Schön. Obwohl ich wahrscheinlich mit 10 Euro nichts anfangen kann, aber... Ja, das war dein Spruch. Du hast es eingeführt. Stimmt. Jetzt ist allerdings die Frage... Woher der Typ weiß, dass ich 10 Euro haben will. Nein, die Frage ist... Was sind 10 Euro in Rubine umgewandelt? Ich meine, Hyrule hat ja die Währung der Rubine und wie viel wert ist denn so ein Rubin? Also ich weiß nur, dass 999.999 Pilzmünzen 10 Bohnentalern entspricht. Das weiß ich dank Superstar Saga, wo das am Ende. Ja. Das ist super. Okay, wie geht's jetzt eigentlich hier weiter? Achso, wir müssen wieder Bomberman spielen. Wenn ich jetzt wüsste, welche Musik bei Bomberman immer im Hintergrund wäre, ne? Ich würde das jetzt summen. Weiß ich aber leider nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie gerade die Tetris-Musik im Kopf. Ich weiß dun, auch nicht. Dun, 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 dun. Ja. Ich kann auch Pac-Man. Passt, glaube ich, auch ganz gut. Pac-Man kann ich jetzt nicht. Warte mal, was hat Pac-Man überhaupt für eine Musik? Ja eben, ich weiß gar nicht, ob Pac-Man eine Musik hat, weil Pac-Man ist eigentlich... Waka, 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 waka. Eigentlich mehr passiert da nicht, außer dass er die ganze Zeit... Geräusch macht halt. Das klang jetzt eher nach waka, waka, ey, ey. Oh Gott, nein. Ich weiß, ich mag das Lied auch nicht. Vor allem jeder hat's gesungen, das war nicht so schlimm. Ach, bei mir Gott sei Dank niemand. Und das Schlimme war, bei uns haben sie im Sommer, wo es sowieso schon so bullenheiß war, haben sie dann auch noch diese scheiß Wuselas im Bus getrötet. Und du hattest keine Möglichkeit zu fliehen. Und ich wohne auch noch so weit von meiner Schule entfernt. Ich bin ausgetickt. Also ich habe dann eine nette Idee für. Sie nennt sich MP3-Player. Ja, ich habe kein Smartphone, ich habe noch ein Nokia-Handy. Das habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo erwähnt. Krass. Das war, glaube ich, ein Tech-Video. Ja, ich habe auch noch nicht so lange ein Smartphone und das ist sogar ziemlich ein altes, was ich habe. Trotzdem, man macht seinen Händen, es geht ja auch, du kannst ja auch auf einem Nokia-Handy Musik hören. Nicht in so einer guten Qualität, aber... Kriege ich eigentlich von dir dann die 10 Euro, weil ich bin... Was? Ach, sie rückt wieder kein Geld raus. Ich gebe hier keine 10 Euro. Ich will Geld, hallo, ich will mir sowas wie Herzteile und so kaufen hier. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man Rubine in Euro umwandelt. Ja. Und jetzt... Ja. Endlich du musst. Freiheit. Jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. So ein Vollidiot. Als ob ich dir etwas für die geheimen Schätze oder Geld... Was ist das? Das sind doch die Klauen aus der Sammlung meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Doch, hab ihn gerettet. Also bist du kein Assi? Naja, warte mal kurz. Ich bin auch keiner. Ja, das wäre schön. Ah! Hier, nimm das. Das findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Interesse erschlichen habe. Da habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Jetzt sag mir, das ist die Dungeon-Karte, glaube ich. Du liegst Gold richtig. Hörst du mir zu? Wir labeln jetzt nicht von Karten. Ich rede von einem Geheimzimmer. Noch nie von gehört. Sag niemanden, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Punkt, 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 ja. Punkt, du Aschi, willst du etwa, dass ich dich anflehe? Ja. Ach, ja, dein Einsatz. Das ist der gleiche wie vorhin, oder? Ja. Hey, so sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass ich dir, was zur Hölle ist das für ein Satz? Tut mir leid, aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig angehört. Ach. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. 10 Euro. Aber was er da sagt, stimmt alles. Das ist mir egal, ich will meine 10 Euro, das ist alles.
Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windstoß. Ich bin mir sicher, dass dir die Information in dieser Truhe von großem Nutzen sein wird. Das steht nicht großem egal. Aha. Also, jetzt mal ehrlich. Ein Geheimzimmer aus dem Luftring und wir finden hier überall Klopapier. Bin ich hier in der öffentlichen Toilette gelandet? Aber auf jeden Fall haben wir ja erst. Ich finde es auch schön, dass das einfach ein Geheimzimmer ist, ja? Und. Okay, ich habe in der Tat im Dungeon größer in Erinnerung gehabt. Du darfst wieder reden! In diesem Raum gibt es eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Dort wimmelt es von Ungeheuern im Untergrund, deshalb halten wir uns fern von dort. Es könnte dort auch einen Geheimgang geben. Ein Geheimgang, der zu einem Geheimraum mit einem Geheimgang führt. Sehr sinnvoll. Sehr geheimnisvoll vor allen Dingen. Und was so geheimnisvoller ist, dass hier einfach mal wieder die Krüge respawnt sind. Klar. Weißt du, das ist halt, das ist ja auch in Ocarina of Time. Du kennst ja bestimmt den Raum, den wahrscheinlich jeder Mensch benutzt hat, um Geld zu farmen. Ne? In Ocarina of Time. In Hyrule, neben dem Stadttor. Wo ganz viele Krüge drin sind. Kann gut sein, aber den habe ich glaube ich nie gefunden, weil ich nie Geld gebraucht habe. Da musst du aber rein für eine Sultulla. Also, ich weiß jetzt nicht, ob du dein... Okay, nein, dann musst du dich da drin gewesen. Ach so, beim Schloss in Hyrule, ja, da ja. Das ist doch auch der Raum, wo man den Bug nutzen kann, um sich 100 Skulltulas zu ercheaten, ne? Nein, das ist nicht dieser Raum. Okay, dann war es ein anderer. Ja, das okay, ist, nein, dann da ist auch... Der neben Kakariko, ne? Der neben Kakariko da irgendwo. Der ist direkt hinter dem Stadttor von Hyrule, wenn du rechts gehst, da in diesem kleinen Raum. Da ist auch ja, später dieser Magieladen drin. Weißt du? Wo du die Dings abliefern musst, die... Okay, da heißen. Du dich immer noch besser auskennst in Bomberman als ich, gab's solche Viecher auch in Bomberman? Ich weiß es nicht. Ich kenne Bomberman auch nur so von diesem typischen Bomberman-Bild, das jeder Mensch kennt, wie das Spiel halt aussieht. Und das sind jetzt jedenfalls die größten Assis. Ich glaube, in der Link to the Past hießen sie noch Moldorm. Hier heißen sie einfach... Naja, wie will man sie nennen? Such du dir einen Namen aus. Ach, ich hasse die Ausdaueranzeige in dem Game. Einen Namen darf ich mir aussuchen. Ja. Ich würde ihn Drecksmog taufen. Nein, warte. Ich möchte, dass du ihn Heinrich nennst. Heinrich? Warum nicht? Ist doch ein schöner Name, oder nicht? Das muss ich mir erstmal merken. Wow, chill. Weil wenn er einen sieht, dann kommt er sofort auf einen Zugras. Das ist insoweit gut, dass er dann meistens gegen die Wand stößt und bewegungsunfähig wird. Ja. Ja, natürlich. Gerade so ein Kopf. Ja. Nein, jetzt kann ich mich nicht umdrehen und ihn ownen. Das ist doch nicht euer Ernst. Wobei ich allerdings noch sagen muss, wenn du normal in so ein Ding reinkletterst, ne, kann sich Link immer auf dem engsten Raum komplett umdrehen, aber hier scheint es ja nicht zu gehen. Giga Faceball. Ich muss den gar nicht besiegen. Läuft bei dir. Ja, in der Tat, das tut es. Hashtag läuft bei dir, ne? So, eine Truhe geschenkt, ist klar. Was haben wir denn hier? Boah, das hat sich ja jetzt echt gelohnt. Ein Key? Ich weiß nicht mal, wo ich den benutzen soll. Wenn es jetzt eine Tür ist, die erst noch kommt, dann muss ich echt sagen, ist das unnötigste Secret ever. Nein. Achso, das war ein Raum an sich. Achso, ja, dann weiß ich, wo es weitergeht. Wir müssen wieder zurück in diesen anderen Raum. Das muss ich auch nochmal machen. Greifhaken. Zack. Und zack. Steigst du eigentlich noch durch, oder? Ja, ja. Da wird im Felsenturm-Tempel irgendwann ausgestiegen. Nee. Bisher kann ich noch mir alles so ein bisschen zusammenreihen. Okay, ich nehme dich auch, aber... Ich weiß halt nur nicht, warum du jetzt gerade genau da bist, den Story-Hintergrund, aber... Das ist kein Problem. Deshalb bin ich hier, weil es hier weitergeht. Und ich habe das Licht gesehen, aber ich... Geh nicht ins Licht! Nein! Oh mein Gott. Vielleicht doch, hier scheint es weiterzugehen. Und weil jetzt wissen wir es, was sich in diesem Licht befindet, geht niemals dorthin, denn dort, wo das Licht ist, befindet sich der Boss. Dom, 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 dom. Oh nein, Sniper-Assis, ich habe ihre Tröte gehört. Das Klopapier, auf dem sie summen. Das Monsterhorn.
Das Geilste ist, wenn man den Bogen aufs Maximum stärkt, dann muss man den nicht mal mehr aufladen und er killt die Typen sofort. Krass. Wow, verpiss dich. Die kenne ich auch noch. Ja, die kenne ich auch noch. Aber die hier spucken Fluch. Also die normalen spucken ja Feuer und die hier spucken das Zeug, was die blauen Knochenfratzen immer verursacht haben in Ocarina of Time. Ah, ja. Was hat das nochmal gemacht? Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt, diesen Effekt. Du kannst kein Schwert benutzen, keine Items, so wie... Das ist jetzt nicht dein Ernst, das ist jetzt nicht dein freaking Ernst, dass ich da in die Lava gefallen bin, weil die Plattform noch nicht... Ja, jetzt verschwindet die wieder! Leck mich. Ja, dazu muss ich sagen, also wenn das hier jetzt hochkommt, das Video, wird schon längst da sein, deswegen kann ich es einfach sagen. Ich habe heute einen Sonic the Hedgehog Let's Play aufgenommen und ich habe gestern dafür ein bisschen trainiert in das Spiel und da Sonic the Hedgehog 2006 oder das ganz alte? Das ganz alte. Okay. Und da habe ich halt so einen Unverwundbarkeitsfernseher eingesammelt, ne? Und ja. Ich bin oben auf den drauf gesprungen, ne? Dann ist Sonic nochmal kurz hochgesprungen, dann kam so aus der Wand so ein Morgenstern, das war halt in der Labyrinth Zone, und hat Sonic noch getroffen und danach ist die Unverwundbarkeit eingesetzt. Lol. Krass, oder? Ja. Im Let's Play habe ich es denn besser gewusst, aber. Das Schlimme ist halt, ich zock hier im Hero Mode, also ich finde hier nirgends Heilung, ich nehme doppelten Schaden. Das ist lustig, aber was nicht stimmt und was die meisten falsch denken ist, die Gegner sind immer noch, halten immer noch so viel aus wie im Normal Mode, also die haben nicht irgendwie doppelt so viel Leben oder so, aber machen halt doppelt so viel Schaden. Ja. Aber das Spiel ist schon noch richtig rum, oder? Zelda hat ja die schöne Eigenschaft, dass es immer mal spiegelverkehrte Versionen gibt. Das kenne ich jetzt nur von Ocarina of Time 3D mit Master Quest und allem. Aber ja, okay. Wieso? Twilight Princess ist in Gamecube und Wii auch. Ja, da waren es ja zwei verschiedene Versionen und da lag Sachen, dass die Wii-Version besser spielverkehrt ist. Weil Rechtshänder sind eher verbreitet auf der Welt und es sollte für Rechtshänder denn besser sein. Deswegen ist Link ja auch nur in Twilight Princess für Wii und in Skyward Sword ein Rechtshänder, sonst immer Linkshänder. Kurzer Mini-Spoiler, du liest. Oh, nee. Der hat pinke Haare, ich weiß schon, wie ich den vorlese. Was für ein Tag. Wenn man nichts findet, ist die Schatzsuche nur halb so lustig. Ich weiß auch nicht, aber es sieht irgendwie... Jetzt echt nichts gegen diese einen Typen, die eine Affinität für Schwänze haben, aber er sieht irgendwie schwul aus. Das ja, er macht wieder zurück. Willst du mich eigentlich verarschen? Na warte, du Arschgesicht. Dich kaufe ich mir. Was für ein grünes Ungeheuer. Seht euch mal an, was der trägt. Das ist ja total ekelhaft. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Was stand da übrigens gerade? Ich habe das nicht vorgelesen. Ich habe einfach irgendwas gesagt. Wie Link hier überhaupt herkommen konnte und alles. Ah. Hey, was willst du hinten bei uns Mokma? Was auch immer. Du versuchst, wenn du mir nicht den Weg verschmierst, entkomme ich dir. Ein Sprachfehler hat er auch noch, na, du bist mir der Richtige. Ich bin auch immer sehr gut, was Vorlesen angeht. Das muss man dazu auch sagen. Komm her, nein! Ich hätte ihn fast in die Ecke gedrängt. Kann er dir überhaupt hier entkommen? Ich glaube nicht. Vor allem, dass er dann noch so sagt, ja, wenn du nichts machst, dann verpiss ich mich. Ja, komm, ich war noch hinterm Eck und er, ja, oh, ich kann hell sehen, er ist da hinter der Wand. Ja, er hat halt die Aurasuche, ne? Ja. Fangen wir bloß nicht mit der Aurasuche an. Dann muss ich an Fei denken und wenn ich an Fei denken muss, dann muss ich kotzen. Der nervigste Sidekick, den Link jemals hatte. Komm her! Nein! Das ist so ein Arschloch! Komm hoch. Das sieht aber auch echt einfach nur nervig aus. Ich hab dich! Oh Mist, wie sind wir denn jetzt an die Oberfläche gegangen? Jetzt bin ich geliefert. Du kannst mit mir machen, was du willst, Schätzchen. Was zum... diese Clown? Sind die nicht aus der Sammlung meines warmen Bruders? Geschenk. Was? Du kennst meinen warmen Bruder? Vor allem, wie er mit der Hand gemacht. Ja, ich finde, ich habe den auf jeden Fall richtig gelesen. So ja. Grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du eines der Monster bist. Hey, nicht wütend werden, tut mir ja selbst leid.
Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes, Schätzlein. Warte mal kurz. Stand der gerade auf seinem Schwanz? Also auf seinem Schweif? Ja, das tun sie alle. So, da wären wir. Übrigens, da an der Klippe da vorne erschienen die Monster vorhin etwas zu suchen. Da gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Nun, ich mache mich dann mal auf zurück zu meinem Boss. Und als kleine Dreingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Ich habe dieses Wort noch nie gehört. Dreingabe. Ich glaube schon, aber auch nur... Keine Ahnung, ich irgendwie auch nicht so oft. So, ich mache einen Rätselraten raus. Was denkst du, ist in der Truhe? Ich sage, der kommt... Ah nee, gibt's ja nicht, ne? Nee, Kompass gibt's nicht. Ich habe jetzt nicht auf das Ding geachtet, auf den Text, aber rein theoretisch... Ach, ich sag Schlüssel. Ich muss sagen, beim ersten Mal durchspielen hätte ich niemals damit gerechnet. Zur Hölle? Ja. Okay, gut, es kommt vom Schwulen. Okay, okay. Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig gelesen. Ja, da hast du recht. Nebenbei, was sagt die Parkzeit? Das ist gerade bei 46 Minuten, das heißt eigentlich könnte man jetzt den Part beenden, an dieser Stelle. Gut, dann möchte ich hier jetzt, Moment, ist da eine Strömung? Ja, da ist eine Strömung, oder? Wenn ich noch bis zu der Speicherstadt will, okay, nope. Sieht zumindest nach einer Strömung aus, also... Ja, und das fühlt sich auch nach einer an. Es strömt auch davon, also ist wohl eine Strömung. So, und was dieser Schalter bewirkt, das sehen wir im nächsten Part. Ach, nee. Er macht bestimmt nicht die Tür auf oder so. Nein, ich dachte, der macht was anderes, aber so gesehen hast du recht. Du bist echt ein Hellseher, ich weiß es. Das okay, habe ich von der Schwuchtel gerade eben gelernt. Ich meine von dem Homosexuellen. Eines gibt es in diesem Part noch zu tun. Töten. Nein! Diese Asi. Er kommt wieder, ich hab's gesehen, er kommt wieder. Da ist er. Das muss jetzt einfach sein. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann schauen wir, was hier bei diesem Loch ist. Ist da eine Schwuchtel reingekrabbelt? Keine Ahnung. Und ja. Oh ja, im Loch, ja. Ja. Im nächsten Part gehen wir ins Loch, ne? Also, okay. Freut euch drauf. Vom Schwuchtel, ja. bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Ja, Ulge Skyward Sword. Ciao. Tschüss.